Freunde, willkommen zur Silvesterausgabe hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben uns gefragt, was können wir euch an Silvester noch so alles mitgeben? Und das sind ganz, ganz coole Tipps und euch mal zu zeigen, wie gefährlich denn eigentlich Feuerwerk ist. Viele von euch knallen gerne, wir auch. Thomas ist hinter der Kamera heute mit dabei und meine Schwester knallt auch sehr, sehr gerne. Und ich muss sagen, knallen okay, aber es gibt große Gefahren, die man beachten muss. Es gibt große Gefahren, die man sich vor Augen führen muss und einige Hinweise, die man beachten sollte. Und genau das zeigen wir euch heute. Wir zeigen euch, was eigentlich passiert, wenn ein Böller, ein realer Böller in der Hand explodiert. Wie nachher die Hand aussieht, wie der Finger aussieht, all das zeigen wir euch heute hier im Wald. Zunächst ist erstmal wichtig, zugelassenes Feuerwerk zu kaufen. Also nicht irgendwo im Internet super billig, sondern in Supermärkten, in Fachgeschäften zugelassenes Feuerwerk. Dann darauf achten, dass Feuerwerk in einer flachen Ebene abbrennt, also nicht am Berg. Und wenn ihr Feuerwerk angezündet habt und es nicht losgehen sollte, also beispielsweise ein Böller, der plötzlich nicht knallt, dann nicht hingehen, den Böller aufheben und nachschauen, sondern einfach den Böller in Ruhe lassen, weil es kann, wenn ihr den Böller hochnimmt, zu einer Fehlzündung kommen und der Böller explodiert euch in der Hand. Und genau da kommen wir schon zu den Erste-Hilfe-Tipps. Es gibt drei große Gefahren an Silvester. Zunächst ist die Verbrennung. Bei Verbrennung immer gucken, wenn die Verbrennung sehr, sehr klein ist, mit lauwarmem Wasser abwaschen, etwas kühlen. Wenn die Verbrennung größer ist, also eine große Fläche verbrannt ist, dann den Rettungsdienst rufen und die Verletzung steril abdecken, beispielsweise mit einem Verbandtuch aus dem Verbandkasten. Die nächste große Gefahr sind die Handverletzungen. Das sind eigentlich die Verletzungen, die am gefährlichsten sind an ganz Silvester. Was ist das Problem? Ihr habt einen Böller, zündet ihn in der Hand oder lasst ihn nicht rechtzeitig los. Was passiert? Er explodiert in der Hand und die Hand kann zerfetzen. Dazu haben wir gleich noch ein Experiment, also bleibt dran. Am Ende des Videos zeigen wir es euch nochmal ganz genau, was eigentlich mit so einem Finger passiert, wenn der Böller in der Hand explodiert. Was macht ihr, wenn es doch dazu kommen sollte? Wichtig ist die Blutstillung. Wenn es zur starken Blutung kommt, Druckverband machen, Blutstillung betreiben. Danach das verletzte Körperteil, das abgesprengte Körperteil sammeln und dem Rettungsdienst mitgeben und selbstverständlich die 112 anrufen. Der dritte Punkt sind die Augenverletzungen. Auch Augenverletzungen können durch Feuerwerk entstehen. Bei Augenverletzungen auch sofort die 112 rufen, den Rettungsdienst rufen und beide Augen verbinden. Wichtig, nicht nur das verletzte Auge zu verbinden, sondern beide Augen zu verbinden. Denn wenn ihr nur ein Auge verbindet, bewegt sich das andere, also das verletzte Auge, automatisch auch mit. Und deswegen ist es wichtig, beide Augen zu verbinden. Sicherer als diese Böller und die Raketen an sich sind die Batterien. Batterien sehen ganz, ganz schön aus und können relativ sicher gezündet werden. Wichtig, auf einer flachen Fläche das Ganze hinstellen, weit Abstand halten, nicht in Wohngebieten und unter Bäumen zünden, sondern direkt auf einer freien Fläche das Ganze anzünden. Dann gibt es hier so eine Zündschnur, schnell anzünden, wegrennen und von Weitem sich das schöne Feuerwerk angucken. Jetzt zeigen wir euch, wie versprochen, was denn eigentlich passiert, wenn so ein Böller in der Hand losgeht. Was passiert da mit einem Finger? Das zeigen wir euch jetzt. Leute, jetzt wollen wir euch zeigen, was passiert, wenn ihr einen Böller nicht rechtzeitig loslassen könnt. Diese Wurst simuliert 1:1 den Finger und hier neben ist der Böller. Ihr könnt ja schon mal raten, was gleich passiert. Ich sag euch, für den Finger geht es nicht gut aus. Wenn ihr also Böller anzündet, bitte ganz, ganz vorsichtig und niemals den Böller in der Hand halten. Weil was passiert, wenn ihr ihn nicht rechtzeitig loslasst? Das seht ihr jetzt. Leute, wir sind geschockt. Seht selbst. So sieht der Finger aus. So sieht die Wurst aus, die ihr eigentlich den Finger simulieren sollte. Komplett aufgeplatzt und kaputt. Schaut mal, hier wurde alles weggesprengt. Leute, schaut mal, selbst das Moos wird hier weggesprengt. Absolut irre. Freunde, ihr habt jetzt gesehen, wie gefährlich Feuerwerk eigentlich ist. Es gibt hier eine ganz kontroverse Diskussion. Die einen sagen, Feuerwerk abschaffen, die anderen sagen, um Gottes Willen. Unsere Frage an euch, wie steht ihr eigentlich dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir freuen uns da wie immer, von euch zu lesen. Mein ganzes Team und ich wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön, aber feiert vorsichtig. Und wenn was passiert, die 112 anrufen und die Erste-Hilfe-Tipps, die ihr hier in dem Video erfahren habt, beachten. In diesem Sinne, und wir sehen uns dann. Bis dahin und ciao. Okay? Ja. Leute, wir sind absolut schockiert. Mit diesem Ergebnis hätten wir niemals. Das ist gerade ein bisschen zu krass. Ich würde es harmloser anfangen. Also nach dem Motto, ich vielleicht erstmal einen harmlosen. Ja, okay. Okay. Leute, wir sind absolut schockiert. Mit diesem Ergebnis hätten wir niemals. Das ist zu dramatisch. Ja, wir müssen diesen Drama machen. Ja, auch nochmal aufs Moos. Das hat okay. Auch das Moos hier weggehauen. Ja, gut. Dass man dann ein Loch sieht. Ja. Ein Loch. Selbst den Stein hat drauf gemacht. Noch ein Berg gesprengt.